Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Im Video heute werde ich mal eine Schimpansentaktik vorstellen mit den neuen Affen, mit dem Beast Saber. Und ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, wie das andere YouTuber machen. Und komischerweise, die meisten anderen YouTuber, die haben das nur auf Anfänger oder Zwischenstüfler gemacht. Anfänger, Zwischenstüfler kannst du mit jedem Affen eine Taktik zeigen. Da kannst du aber, finde ich, nicht richtig gucken, was taugt der Affe jetzt wirklich. Deswegen gehe ich auf Experte. Und ich gucke mir das mal auf Teuflisch an, weil ich würde ganz gerne den Bestien-Zähmer unten raushauen. Die einzige Skill, die man sinnvoll raushauen kann, ist auch außerdem meine stärkste Map von den Experten-Maps. Also da kriege ich in der Regel immer eine Taktik raus. Und ich will es einfach mal probieren und gucken, wie gut ihr das kaputt kriegt. Opening Play, Quincy. Okay. Wenn er den oberen Weg angreifen kann, sind wir gut. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja, ich habe hier diese Map natürlich auch gewählt, weil der hier halt, glaube ich, ganz gut ist. Ich mach mal hier noch einen Würfelaffen. Auf der Map brauchst du ja im Grunde Affen mit globaler Reichweite. Das Problem, also Problem Anführungsstrich auf dieser Map ist, Affen mit globaler Reichweite, die kannst du ja nicht gut platzieren, weil entweder Sniper, guter Affe mit einer globalen Reichweite, aber da brauchst du mehrere von, die sind gut in der Masse. Hier Schiff oben ist okay, aber ist nicht gut, um viel zu tragen. Hier der Flieger, Spukgestalt, im Grunde zu teuer, platzschwer, bringt nicht so viel. Himmelschredder ist im Grunde gut. Aber den kannst du von der Position nicht gut platzieren, dass der guten Schaden macht hier auf der Map. Und Heli finde ich auch jetzt nicht ganz so 10 von 10. Mache ich mal hier das U-Boot hin, by the way. So. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich der Bestien beim Tour, aka Beast Saber, ich glaube, der ist hier ganz gut auf der Map. Weil der kann ja einen Vogel beschwören. Und wenn du das richtig playst alles, dann kann der halt einfach alles angreifen. So, dann ist das halt überhaupt kein Problem. Ich mache jetzt hier noch ein U-Boot hin. So. Mein Problem ist halt immer noch relativ ähnlich mit dem Besten am Tor. Da hat sich noch nicht viel getan. Im Grunde zu fummelig. Und die Skillungen hier im Grunde auch viel zu teuer. Also die untere Skillung ist die einzige, die im Schimpansen-Modus meiner Meinung nach Sinn macht und funktionieren könnte. Muss man natürlich gucken, wie es am Ende jetzt gleich wirklich aussieht. Könnt ihr euch auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Und wer sich aus unerklärlichen Gründen was im Spiel holen möchte, tragt doch gerne meinen Creator-Code ein. Aber natürlich noch besser, erspiel dir einfach alles. Weil du kannst alles, was du im Spiel kriegen kannst, kannst du dir auch einfach erspielen. Du musst dir da nichts kaufen. Selbst die Insta-Affen kannst du dir ja einfach erspielen. Das ist ja gar kein Problem. Gerade jetzt ist ein Sammel-Event, da kriegst du so easy gute Insta-Affen. Easy. So, das Schiff hier oben haben wir jetzt übrigens auf 201 geskillt. Ich mache jetzt hier noch einen Magier hin. Und der Magier hat hier auch im vorletzten Update einen Buff gekriegt. Denn wenn wir jetzt hier machen, bam, und gleich nochmal bam, dann kriegt ihr eine bessere Reichweite. So, jetzt kann der ganz easy da unten auch angreifen. Ist relativ hilfreich, meiner Meinung nach. Fähigkeiten Runde 22. Und die Taktik müsste auch für den größten Teil im Grunde recht simpel sein. Ich glaube, die ist einigermaßen narrensicher. Und der Vogel ist natürlich auch stark. Und ich werde natürlich auch, Spoiler, ich werde den Vogel aufs maximale Level fusionieren. Der wird übrigens auch schon ein paar Boosts kriegen, weil es ist tatsächlich so, ein Riesenkondor, der aber halt mit mehreren Steinadlern fusioniert ist, ist stärker als ein Riesenkondor und drei Steinadler, die so alleine rumschwirren. Ist tatsächlich so. Das haben schon Leute getestet, das kommt nicht von mir, aber ist tatsächlich so, dass es stärker. Da oben haben wir jetzt hier auf Feuerkugel geskillt. Dann machen wir jetzt hier den Alchemisten. Da gehen wir auf Säuremix gleich noch. Dann ist Blei jetzt erstmal kein Problem. Da unten Blei. Der kann Blei killen, der kann Blei killen, der kann manchmal Blei killen. Ist halt gar kein Problem. Dann gehe ich mal hier auf Firewall. So, dass wir da oben noch ein bisschen stärker sind. Ich würde gerne hier den Trank verbessern. Und ich würde auch gerne aber hier verbessern. Ich glaube, Dreifachwaffe ist jetzt erstmal wichtiger. Und die Taktik, wie gesagt, die könnt ihr nachmachen. Wenn ihr mal eine Taktik mit dem Bestumtor machen wollt, ich bin relativ sicher, dass es klappt. Aber keine Sorge, ich werde den Beast-Zähmer natürlich auch nochmal auf anderen schweren Maps ausprobieren. Ich gehe jetzt hier auf Berserkergebräu gleich. So. Na, brauchen wir nicht. So, ich mache hier den Beast-Zähmer. Mache hier ein Affendorf ganz close. Kann ich da oben theoretisch noch einmachen? Könnte ich, nice. So, dann gehe ich hier auf Affenbusiness, Affenhandel. Dann ist alles da ein bisschen günstiger. Ich glaube, das rechnet sich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich gebe da jetzt 1000 aus. Nee, das rechnet sich vielleicht gerade so. Stufe 3 kostet 500 weniger. Doch, das rechnet sich gerade so. Ich mache jetzt zwei von, ich mache da oben noch einen. Wir sparen dann mit dem Affendorf irgendwie 200 langfristig gesehen. Affendorf hätte ich nämlich so oder so gemacht für Dschungeltrommeln. Wir sparen 200 damit, das ist doch ein guter Deal. Das wird zum Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. So, wir gehen jetzt hier auf... Oh, hätte ich panzerbrechende Pfeile machen sollen. Wäre wahrscheinlich nicht scheiße gewesen, ne? Na gut, wir gehen mal hier auf Schimmer. Wenn gleich der Moab kommt, gehen wir auf Quincy-Fähigkeit. Dass der gelasert wird. Let's go. Dann sind wir safe gegen Kleinvieh. Dann würde ich hier oben auf panzerbrechende Pfeile gehen. Dann sind wir safe gegen größere.
Und dann würde ich tatsächlich nur noch Geld in den Beast Tamer stecken. Und das ist übrigens auch schon meiner Meinung nach die große Schwäche am Beast Tamer. Denn wenn du dich entscheidest, eine Beast Tamer Taktik zu machen, dann muss irgendwann wirklich alles, was du machst, auf diese Taktik zulaufen und alles darauf zulaufen, dass du diesen einen Affen machst. Weil wenn ich den auf Stufe 5 draußen haben will, dann muss ich erst 3 weitere von denen machen und dann die 3 weiteren mit denen fusionieren. Aber das ist einfach ein bisschen fummelig, meiner Meinung nach. Und ein bisschen extra panzerbrechende Pfeile jetzt. Jetzt sind wir gut. Dann mache ich schon mal den nächsten Vogel. Fusionieren wir jetzt mit denen. Der Vogel hier unten kann jetzt auch da oben angreifen. Und ich ziele mal hin, dass der hierhin die Ballons tragen soll. Das mit den Ballons wegtragen wird nachher ein bisschen doof, by the way. Ich will schon mal spoilern. Da müssen wir nämlich das am Ende in den 90er Runden, müssen wir das in jeder Runde ändern, wo der hinzielt. Der Steinadler kann Ballons wegtragen. Nachher kann er Warps wegtragen und so. Und es ist wichtig, da immer die Seite auszuwählen, von wo die Ballons auch kommen. Weil ansonsten trägt er ganz oft einfach Ballons nach unten. Seht ihr da, trägt die nach unten. Und das ist nicht ideal. Das ist jetzt, glaube ich, noch egal. Wir müssen, glaube ich, jetzt noch nicht dauernd switchen. Aber langfristig betrachtet ist es sinnvoll, das ein bisschen im Auge zu behalten und ein bisschen zu switchen. Dann spare ich jetzt auf einen Riesenkondor. Kostet 8600. Wir kommen da locker hin. So. Hier noch ein. Ja, komm, von bis rechts. So. Ja, die Fusion. Ist Level 40. Und dann sollten wir gut sein. Und ja, ich lasse mich hier komplett tragen vom Riesenkondor. Wir sind jetzt gut. Wir sind jetzt gut im Leben. Ich kann vielleicht noch hier verbessern mit einem besseren Trank, dass Quincy besser ist, weil Quincy wird auch am Ende nicht unwichtig sein, dieser Taktik. Aber ja, für so eine Map, Beast Tamer, richtig, richtig gut. Mit der unteren Skillung. So, ich sehe da viel Potenzial. Hier zum Beispiel ganz viel Kleinvieh. Nudelt er einfach weg. So, und wenn was weiterkommen sollte, habe ich immer noch die Quincy-Fähigkeiten zum Raushauen. Nochmal Riesenkondor. Und ich muss mir auch da keine Gedanken über irgendeinen Boost machen, weil du kannst den nicht effektiv boosten. Der Alchemist kann den nicht boosten. Ich könnte vielleicht über Takten noch machen. Ich denke, ich mache am Ende noch einen Sniper und einen Ninja. Und dann sollten wir gut sein. Ganz ehrlich, dann sollten wir alles kaputt kriegen. Also, er kriegt ja jetzt schon alles kaputt. Also, er ist natürlich richtig, richtig krass. Und er ist ja noch nicht mal Stufe 5. Wir arbeiten noch darauf hin, Stufe 5 gehen zu können. Noch ein Riesenkondor. Und wenn der Stufe 5 ist, dann kann er ja auch BFBs und so zurückschleudern. Dann ist er halt wirklich ein König. Ja, er trägt jetzt einfach 1000 Sachen nach unten. Er ist so ein Trottel. Okay. Aber Riesenkondor, er ist jetzt Level 64. Ich kann jetzt auf den Puakai sparen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal auf stärkere Stimulanz. Ist halt ein krasser Vogel. Und ja, meine Facecam überdeckt so ein bisschen den Weg. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo ich den machen soll auf der Map. Falls ihr übrigens einen Vorschlag habt für eine Map, die ich mal unbedingt testen soll, oder wo ihr gerne unbedingt eine Taktik sehen wollt mit den Beast Tamer oder generell in der aktuellen Meta, schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich kann mir auch vorstellen, die Map Mesa, die eine schwere Map ist. Ich gehe mal hier auf stärkere Stimulanz. Jetzt gehe ich hier. Jetzt gehe ich hier. So. Mitte doppelt macht, dass der Trank quasi besser ist. Macht aber wirklich nur Mitte als sekundäre Skillung statt unten einmal, wenn der nur wenig Affen boosten muss. Ja, er fetzt hier gerade alles weg, ist kein Problem. Er schleudert Dinge zurück. Er packt sich Dinge, aber jetzt, seht ihr, er kann... Oh, ihr seht jetzt nicht, mein Facecam drüber. Er kann es gerade nicht angreifen. Das heißt, sobald Quincy in Reichweite ist, Quincys erste Fähigkeit, wenn der kaputt geht, müsste der Condor den wieder packen. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ich würde das Fusionsfeature, ehrlich gesagt, Real Talk, ich würde es nochmal überarbeiten. Meiner Meinung nach. Ich bin echt nicht überzeugt. So, ich mach mal Quincy-Fähigkeit. Ich mach den Pfeilagel auch noch. So. Das ist jetzt legitim knapp. Huakai. Okay. Passt, ist down gegangen. Ist er vor allem auch. So, dann wird's gut gespart. Und da gehe ich jetzt hier, dass der Level 132 ist. Das peile ich jetzt als nächstes an. Ich ziele jetzt nach oben. Ab jetzt ziele ich immer auf den Weg, von wo die Ballons kommen. Aber 2 Zombies habt ihr gesehen, gar kein Problem. Komplett easy. Dann Ninja oder andere Reihenfolge. Auf jeden Fall Sniper Ninja kommt dann noch raus. Der greift sich auch die DDTs einfach, gar kein Problem. Gib mal nach oben, du Vogel. Du musst halt immer switchen. So, wenn du es halt richtig tryharden willst, dann machst du Autostart aus. Dann machst du Autostart aus, damit du nach jeder Runde, okay, Runde geschafft, jetzt ziele ich nach oben. Runde geschafft, jetzt ziele ich nach unten. Dass du das da machst. Ich mache aber einfach halt mit Autostart, weil es passt, das funktioniert. Vom Platz ist es hier einfach ein bisschen limitiert. Am leichtesten levelst du den natürlich, wenn du einfach einen spammst, den auf Stufe 2 oder Stufe 1 machst und dann opferst. Das gibt halt generell am meisten. So, Runde 95, eigentlich eine schwere Runde, es kommen viele DDTs.
Ich verspreche euch aber, der wird das einfach zerbomben. Zumal der jetzt auch dann... Gut. Ja, so. Er ist Level 132, das maximale Level ist halt jetzt gar kein Problem. Alles geht kaputt. Dankeschön, wir ziehen wieder nach unten. So, ich down, oberen Weg. Jetzt können wir hier auf den Sniper Verstümmel-Moab skillen. Jetzt wird nochmal alles betäubt, relativ heftig. Jetzt gehen wir hier auf den Ninja. Und ja, Runde 98, eigentlich eine schwere Runde. Haut die Quincy-Fähigkeit raus, wenn ihr die Quincy-Fähigkeit raushauen könnt. Ist nicht Pflicht, aber nehmt es einfach mal mit. Wir gehen jetzt hier auf Loon-Sabotage, dass wir Slow Motion machen können. Quincy-Fähigkeit mitnehmen und das ist GG für die Runde. Jetzt ziehen wir hier nach oben. Ebenfalls Slow Motion raushauen oder was anderes. Oder. Ne, einfach zerbombt. Es wird einfach zerbombt. Er ist halt zu krass. Der Pur Kai ist einfach zu heftig. Okay, und das GG, by the way. Das ist GG. So, wenn der jetzt kaputt geht, beziehungsweise wenn Quincy angreifen kann, machen wir die Quincy-Fähigkeit. So, jetzt, wenn der kaputt geht, setzen wir Bluen-Sabotage ein. Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt. Er greift halt alles nach hinten. Habt ihr es gesehen? Er killt ein Bett und er greift alles nach hinten. Ehrlich gesagt, die Fähigkeit muss auch genervt werden. Einen Affen zu haben, der einfach zwei DDTs, drei Zombs, alles auf einmal greifen kann und nach hinten ballern kann, das ist halt sehr broken. Muss man einfach sagen, das ist sehr, sehr broken. Und ja, eine Experten-Map komplett ohne Probleme geschafft, wo er 1,5 Millionen Schaden gemacht hat. Einfach nur kurz mal experimentell, um zu gucken, was der Pur-Kai da so anstellt. Und wenn er es jetzt gut macht... wait, er macht das nicht nur gut, er hat es komplett gesolot. 100 wird er da nicht kaputt kriegen. Okay, das war trotzdem ziemlich beeindruckend. Aber also mein Fazit erstmal, die untere Skillung, die taugt schon was. Ich glaube nicht, dass die halt richtig insane ist, wenn du halt mehr als zwei Wege hast, so auf verfluchte Pfützen oder sowas. Weiß ich nicht, wie krass die da abgehen kann. Aber auf jeden Fall interessant und hat Potenzial. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen verbessert mit dem nächsten Update alles. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.